Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum dritten und damit abschließenden 360-Grad-Rundgang durch das Endlagerbergwerk Moorsleben begrüße ich Sie mit einem herzlichen Glück auf. Die Infostelle Moorsleben präsentiert ihre Teilnahme an der diesjährigen salzigen Tour aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie in einem neuen Format. Wir haben uns als Alternative entschieden, eine kleine Veranstaltungsreihe rund um den 360-Grad-Rundgang als Livestream anzubieten und so die Geschichte des Endlagers Moorsleben zu erzählen. Wenn Sie bereits bei den ersten zwei Veranstaltungen uns gefolgt sind, wissen Sie, dass die letzte Führung mit dem Ende des Einlagerungsbetriebes, also Ende der 90er Jahre, geendet hat. Und daran wollen wir heute anknüpfen. Denn die Fragen drängen sich ja förmlich auf, wie geht es nun weiter? Was ist mit dem aktuellen Betrieb und wie wird er weitergeführt? Die Stilllegung des Endlagers Moorsleben, das ist heute unser Titel. Oder im Untertitel könnte man auch sagen, wie gelingt es unter den Bedingungen des Atomrechts, ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle langzeitsicher zu verwahren? Dazu zeigen wir Ihnen auf der heutigen Tour Großversuche unter Tage. Wir erklären Ihnen die Funktionalität von sogenannten Demonstrationsbauwerken und erläutern so den weiten Weg zur geplanten Stilllegung. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen, denn die Tour wird heute präsentiert von zwei Kolleginnen. Swantje Clausen ist Magister der Germanistik und hier in der Infostelle tätig als Referentin der Öffentlichkeitsarbeit. Sie wird uns heute durch die Tour führen. Und als Fachfrau steht ihr zur Seite Dr. Antje Carstensen. Sie hat eine Ausbildung als Diplomgeologin und ist nun in Peine in der Zentrale tätig als Gruppenleiterin der Stilllegungsmaßnahmen. Euch beiden also ein herzliches Glück auf. Glück auf. Glück auf. Mein Name ist Thorsten Kniep und ich werde diese Sendung für Sie moderieren. Über mich können Sie auch Ihre allgemein interessierenden Fragen direkt an die beiden Fachfrauen richten. Sie erreichen uns klassisch per Telefon unter der Telefonnummer 039 050 979931 oder per Mail unter info-moorsleben@bge.de. Aber Sie können sich natürlich auch am Chat unter YouTube direkt im Livestream mit Fragen an uns wenden und wir werden die dann entsprechend hier an die beiden Fachfrauen weiterleiten und einspielen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. So, und nun bin ich schon gespannt auf die heutige Tour und übergebe damit schon an unsere beiden Tourguides. Ja, vielen Dank, Thorsten. Du hast es schon gesagt, unser heutiges Thema ist die Stilllegung des Endlagers Moorsleben. Das erste Endlager, das in Deutschland nach Atomrecht stillgelegt werden soll. Und ich würde ganz gerne erst einmal damit einsteigen, dass wir erklären, was das bedeuten soll. Unser Stilllegungskonzept sieht vor, dass wir die eingelagerten Abfälle einschließen, also dass wir die Biosphäre vor den radioaktiven Abfällen schützen. Das sind also Mensch und Umwelt. Und was das genau alles an Arbeiten beinhaltet, sieht man ganz schön auf der Tafel, die wir hier im Hintergrund haben. Da würde ich Ihnen ganz gerne einmal zeigen, diese rot markierten Bereiche, das sind die Einlagerungsbereiche auf der vierten Sohle unter Tage, in denen halt die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle liegen. Dann haben wir hier, ich zeige es mal so, blau markiert, sogenannte Abdichtbauwerke. Und wir sehen auch noch hier ebenfalls in blau markiert die Schächte, im Vordergrund Schacht Badensleben, ganz weit hinten im Hintergrund noch Schacht Marie. Die müssen verschlossen werden. Und die dritte Maßnahme, die das Stilllegungskonzept vorsieht, mit dem wir die Biosphäre halt schützen möchten, ist die fast vollständige Verfüllung der Abbaukammern unter Tage. Genau, und
Wie das funktionieren soll, wollen wir uns heute angucken mit dem Rundgang unter Tage. Und Thorsten, weil du uns ja an den vorherigen Touren schon gut eingeführt hast, darin, wie man auf das Betriebsgelände kommt und wie man nach Untertage kommt, würde ich sagen, verlieren wir an dieser Stelle keine Zeit und fangen direkt mit dem Rundgang Untertage an. Und damit würde ich dann loslegen. Was Sie hier sehen, ist unser Fahrzeugabstellplatz auf der ersten Sohle. Wir sind also direkt jetzt schon 380 Meter unter Tage. Und das können wir uns gerne nochmal anschauen. Wir befinden uns ganz in der Nähe vom Schacht. Das kann ich nochmal vergrößern. Hier sehen Sie eine kleine Wegkreuzung. Da vorne sehen Sie eine sogenannte Luttenleitung, die wir brauchen zur Frischluftversorgung unter Tage. Wir sind jetzt gerade von links gekommen. Links befindet sich der Schacht. Und rechts kann man direkt weiter vordringen in das Grubengebäude. Und ja, das kann man einerseits zu Fuß machen. Andererseits haben wir ja heute einen weiten Weg vor uns. Darum würde ich sagen, bedienen wir uns unserer Besucher-Caddies. Die stehen ja da hinten. Da können wir dann einsteigen und direkt losfahren. Wir haben ja heute drei Fahrer für drei Besucher-Caddies. Das heißt, wir können einige Besucher mitnehmen. Und ja, meine Begleiterin heute ist ja Frau Dr. Antje Carstensen. Da würde ich direkt fragen, Antje, wo wollen wir als erstes hin? Ich denke mal, du hast das eben sehr schön schon auf dem 3D-Bild gezeigt. Die größte, umfänglichste Maßnahme ist ja die Verfüllung der Grubenbauer. Mhm. Und ich denke, deshalb sollten wir uns vielleicht denen als erstes zuwenden und dann auch meiner Leidenschaft folgen, den Baustoffen. Sehr gut. Das ist also der Zentralteil der Grube, bietet sich auch an. Damit bleiben wir nämlich auf der ersten Sohle. Und damit Sie sich orientieren können, zeige ich Ihnen nochmal, wo wir hergekommen sind. Wir waren gerade beim Fahrzeugabstellplatz. Der ist hier rechts die Strecke runter. Das ist der sogenannte Ostquerschlag, auf dem wir uns da befinden. Und wenn man da noch ein Stückchen weiter gehen würde, käme man am Fahrzeugabstellplatz vorbei, wieder hin zum Schacht. Auf der linken Seite geht es runter den Ostquerschlag, ja, quasi bis zu Ende. Da gibt es noch eine kleine Werkstatt von den Kollegen von der Markscheiderei. Und man kann weiter hinten in einem Grubenbau auch den Wagen ganz gut wenden. Da hat man ein bisschen mehr Platz. Das ist ganz schön. Jetzt habe ich schon gesagt, wir befinden uns also im Zentralteil auf der ersten Sohle. Und das Erste, was wir hier sehen, ist eine Betonwand. Wir haben es im Zentralteil BGZ genannt, was wir uns hier ansehen. Kleines B, großes G, großes Z bedeutet bergbauliche Gefahrenabwehr im Zentralteil. Ja, was steht dahinter? Hier im Zentralteil, wenn ich da noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen darf auf unsere Darstellung hier hinten. Wir befinden uns gerade hier an diesem gelben Punkt. Ich zeige es nochmal, hier an diesem gelben Punkt. Alles, was Sie hier grün sehen, ist der Zentralteil, der betroffen ist von der BGZ, einer Maßnahme, mit der man dem sehr hohen Durchbauungsgrad begegnen wollte, die man hier in den 60er Jahren vorgenommen hat. Also hier wurde sehr viel hochwertiges Steinsalz abgebaut. Und ja, durch lange Standzeiten und durch natürliche Konvergenzen, durch natürlichen Gebirgsdruck kam es im Laufe der Zeit an dieser Stelle zu Schädigungen. Und so war es dann tatsächlich eines Freitagnachmittags im Frühjahr 2001. Da kam es an der Stelle zu einem großen Löserfall. Da sind 5000 Tonnen Salzbrocken von der Firste gestürzt. Es war weithin zu spüren. Und das hatte zur Folge, dass das zuständige Bergamt des Landes Sachsen-Anhalt gesagt hat, hier muss etwas passieren. Die oberste Priorität hier auf dem Betrieb ist immer die Sicherheit der Mitarbeiter. Die wollen wir weiterhin gewährleisten. Auch die Stilllegungsfähigkeit des Endlagers muss erhalten bleiben. Es ist also ganz wichtig, dass an dieser Stelle etwas passiert. Es ist auch etwas passiert. Zwischen 2003 und 2011 sind hier Verfüllmaßnahmen durchgeführt worden. Und zwar sind hier sehr, sehr große Mengen Salzbeton eingefüllt worden und haben dazu geführt, dass halt die Grube wieder stabilisiert werden konnte.
Und damit käme ich tatsächlich auch schon zu meiner ersten Frage an dich, Antje. Salzbeton scheint mir ein sehr spezielles Mittel. Man könnte ja auch sagen, man könnte ja auch Versatzmaterial verwenden, Salzgruß oder ähnliches. Warum denn Salzbeton ausgerechnet als Gemisch? Was musste das mitbringen? Naja, also wir hatten ja das Ziel oder das Ziel zur Verfüllung der Grubenbauer ist natürlich auch eine Stabilität zu erzeugen. Und da ist so ein Beton, den man sich herstellt, der kompatibel ist mit dem Gebirge, eigentlich ein wunderbar gutes Mittel. Bei Salzversatz, der fällt sowieso an, den werden wir auch weiterhin in den Gruben bauen, verteilen, weil wir durch verschiedene Maßnahmen auch noch nachschneiden werden. Also das haben wir schon. Aber Salzgruß setzt sich und ist damit so ein etwas unfreundlicherer Partner als ein Salzbeton, der in sich eben sehr formstabil ist. Also an sich ein schönes Material. Und man hat hier auch keinen Normalbeton, sondern man hat wirklich einen auf das Gebirge angepassten Beton, den Salzbeton, der auch als Zuschlag dann Salzgruß beinhaltet. Und auch die Anmachlösung ist kein normales Wasser, sondern es ist ursprünglich Trinkwasser, ja, aber das wird nochmal extra aufgesättigt, sodass auch das Gebirge keinen Schaden nimmt, wenn man eben eine solche Suspension in die Abbauer einbringt. Okay, das heißt, die Fließfähigkeit, die Salz als natürliche Eigenschaft hat, die macht man sich jetzt in diesem Salzbeton ein Stück weit zunutze. Das heißt, es bleibt weicher als Material? Nein, es härtet schon aus und hat auch eine gute Festigkeit, das ist schon gegeben. Mhm. Aber es ist eben wirklich ein mit dem Gebirge abgestimmtes Material, was eingesetzt wird. Also dadurch, dass Salz drin ist und die Lösung zum Anmachen schon eine Salzlösung ist, ist es einfach so, dass das Gebirge damit keinen Nachteil erfährt, sofern man in den Steinsalzabbauen ist. Ja. Und es ist ein wunderbares Material, das ist extrem weit förderbar. Also für den Zentralteil, das sind ja ungefähr 2 Kilometer von Übertage bis nach Untertage, das ist schon eine gute Leistung für einen solchen Baustoff. Ja, 2 Kilometer ist eine lange Strecke. Als ich das erste Mal hier vor dieser Wand stand, wenn wir uns das gerade noch mal kurz angucken könnten in unserem Rundgang. Das erste Mal, als ich also hier vorstand, habe ich hier auf der gegenüberliegenden Ecke diese Rohre gesehen. Die führen ja zu einem darunterliegenden Abbau, sind sozusagen der höchste Punkt des darunterliegenden Abbaus. Und hier sieht man ein ehemaliges Rohr, durch das halt dieser Salzbeton eingefüllt wurde. Und es sieht relativ klein aus. Und ich habe mich damals wirklich gefragt, diese lange Strecke, wie kann eigentlich Beton, das ja durchaus auch schnell abhärten oder abbinden kann, über eine so weite Strecke vom Schacht von Übertage bis nach Untertage gepumpt werden, weil es wurde ja direkt bei uns auch vor Ort auf dem Betriebsgelände erst angemischt. Ja, also außerhalb des Betriebsgeländes wurde tatsächlich vorgemischt oder gemischt. Dann wurde es über den Zaun übergeben an das ERAM und dann wurde es dort weiter verfüllt. Das liegt einfach an der Art des ausgewählten Zements. Und damit ist es eben weit förderbar. Also es ist ein bisschen träger in der Sache. Man hat auch bei der Baustoffentwicklung, du hattest das ja eben gesagt, 2001 war der Löserfall, 2003 hatte man im letzten Quartal angefangen zu betonieren. In der Zeit musste man ja unwahrscheinlich viel auch machen. Man musste den Baustoff ja erst in irgendeiner Art und Weise entwickeln. Und man wusste ja schon, dass man weite Förderwege hat und hat auch in die Vorversuche und auch Pumpversuche im Vorhinein dann noch in Kürze der Zeit viel Energie gesteckt, um dieses förderbare Material zu entwickeln. Weil, wenn man jetzt auch noch mal einen Schritt weiter guckt, dann noch mal Richtung Stilllegung, dann haben wir ja noch weitere Förderwege. Also es ist wirklich ein großartig hydraulisch förderbarer Baustoff. Sehr gut. Das heißt, also es war vielleicht tatsächlich ein Stück weit Glück im Unglück. Also diese Verfüllmaßnahmen im Zentralteil haben ja mit der Stilllegung nichts zu tun. Es dürfen keine Maßnahmen zur Stilllegung getroffen werden. Das hier hat jetzt wirklich sicherheitsspezifische Gründe gehabt und hat halt auch keine Vorentscheidung für die Stilllegung vorweggenommen. Aber nichtsdestotrotz konnte man ja durchaus ein bisschen was davon mitnehmen und auch für die geplante Stilllegungsmaßnahme der Verfüllung daraus lernen. Ja. Das waren sicherlich noch
weitere Dinge. Also was mir dazu zum Beispiel noch einfällt, wenn Beton aushärtet, also abbindet, tritt ja nichtsdestotrotz auch Lösung aus. Wir befinden uns immer noch in einem Salzbergwerk. Das heißt, alles, was mit Wasser zu tun hat, ist an der Stelle schon mal nicht ganz so wünschenswert. Und ja gut, also das, was hier beim Abbindeprozess ausgetreten ist, wurde aufgefangen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie kann das eigentlich funktionieren in so einem großen Gebäude, in diesem großen Grubengebäude? Woher weiß man, wo das Wasser letztlich landet, das hier beim Abbindeprozess austritt? Wie können Sie das auffangen? Viele Abbaue sind ja auch bergbaubedingt durch Rolllöcher und Bohrungen miteinander verbunden. Das ist einfach dem Gewinnungsbetrieb geschuldet. Und dort konnte man dann auch solche Rolllöcher nutzen, um gezielt dann Lösung abzuleiten, die dann, das ist ungefähr von der Dimension, am Anfang war es noch ein paar Prozent mehr, aber in der Masse waren es nachher 1% an Überschusslösung, die dann auch erwartet aus dem Baustoff ausgetreten sind und dann sozusagen der Schwerkraft folgend nach unten gewandert sind. Und da man eben diese Gruben Baue im Iram recht gut kennt, konnte man auch gezielt dann solche Rolllöcher ansteuern und dann durch Lenkungsmaßnahmen sozusagen gezielt abführen. Was auch noch passiert beim Abbindeprozess ist, dass Wärme entsteht. Bei Salzbeton sind es etwa 60 Grad Wärme, die entstehen können. Also das Grubengebäude hat sich erhitzt. Also wir sind ja in einer nicht so tiefen Ebene. Wir bewegen uns bei 380 Meter unter Tage. Kann man vielleicht noch dazu sagen, wir haben hier normalerweise sehr angenehme, konstante 21 Grad unter Tage. Das heißt, wenn sich hier beim Abbindeprozess eine höhere Temperatur entwickelt, passiert da was? Im Gebäude? Ja, also man hat auch bei der Rezepturentwicklung tatsächlich solche Sachen schon mit berücksichtigt. Man hat versucht, die Temperaturerhöhung so gering wie möglich zu halten und man liegt da so ungefähr bei 55 Kelvin, also Differenz 55 Grad. Und man weiß ja auch, wenn irgendwo ein Bauteil heißer ist oder wärmer ist als das andere, dass das und das Materialverhalten unterschiedlich ist, dass sich dort schon gewisse Spannungen zwischen den Komponenten ergeben. Also insofern hatte man auch bei der BGZ ein intensives Monitoringprogramm aufgebaut und aufgestellt, einmal im Vorgriff schon mal, um den Ist-Zustand zu erfassen. Und teilweise war ja auch schon darüber auch die Gefährdung abgeschätzt worden, die Maßnahme der BGZ dann auch gerechtfertigt haben. Dann hat man begleitend natürlich mit der Betoneinbringung die Prozesse, die im Gebirge dann stattfinden, überwacht. Und nachgängig, was jetzt da sich im Fortgang entwickelt hat, ist auch noch weiterhin im Monitoringprogramm. Also all das, was passiert ist, dass sich manche Drücke verändern, manche Spannungen im Gebirge aufbauen, auch wieder abbauen. Und auch dieser Wärmeeintrag ist mit erfasst worden und auch erwartet worden. Thorsten, ich habe gerade gesehen. Ja, wir haben denn schon eine erste Frage eines Zuschauers. Er fragt zwar ein bisschen nach Sorellbeton, wie viel denn davon verbaut wurde im Zentralteil. Wir haben ja bislang im Zentralteil nur den Salzbeton im Einsatz, der ja von seiner Art etwas, wurde ja eben schon erläutert, wie das ist. Aber wie viel Kubikmeter und wie viele Abbauer haben wir denn im Rahmen der BGZ verfüllt? Wir sind insgesamt auf 27 Abbaukammern gekommen, die hier verfüllt wurden. Und 935.000 Kubikmeter ist die exakte Menge an Salzbeton, die hier tatsächlich innerhalb dieser 6,5 Jahre, also von Oktober 2003 bis zum Frühjahr 2011, eingebracht wurde. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe mal so ein Standard-Bundesliga-Fußballfeld mir genommen, also so ungefähr mit 70 mal 100 Metern und habe diese Menge mal so aufgestapelt und dann sind das also etwas unter 140 Meter Höhe, die man hier im Endeffekt so als nackten Block gerechnet produziert hat. Das ist schon eine ganz schöne Dimension. Das ist mal ein schöner Vergleich. Wir haben auch schon mal versucht, sowas zu finden, so einen Vergleich, aber uns war es bisher nicht gelungen. Fußballfelder ist eine gute Idee. Ich denke, da kann jeder so irgendwie so ein bisschen mitschwingen. Ne? Wir waren auf Olympiaschwimmbecken gekommen. Ach, naja, sind die 100 Meter lang oder 50? Weiß ich nicht. Der Turm wäre also noch höher. Ja.
140 Meter Höhe waren das? Ja, Wahnsinn. Knapp. Mhm. Okay. Ja, wunderbar. Das sind so die Fragen, die ich spontan zu dieser Verfüllung im Zentralteil hatte. Aber wir haben ja noch einige Stationen mehr vor uns. Wenn wir da noch mal zu unserem Rundgang wechseln könnten. Genau, hier sehen wir ja die Betonwand, vor der wir uns gerade schon befunden haben. Vielleicht hier, falls Sie sich fragen, was da in diesem kleinen Regal noch ist, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich da noch mal kurz drauf zeigen. Diese witzigen kleinen Dinger, das sind Mulche oder Molche? Molche. Molche, ich vergesse es jedes Mal. Die wurden auch zur Zeit der Verfüllung gebraucht, um halt zwischendurch die Rohrleitung zu reinigen, richtig? Genau, das heißt, also die wurden dann da durchgeschossen mit ein bisschen Druckluft und ja, man hat schon mal, man könnte jetzt rätseln oder raten, wie viele von diesen Mulchen sich tatsächlich auch mit in der BGZ befinden und auch mit für ein bisschen Stabilisierung sorgen. Da werden sicherlich einige drin sein. Ich finde, was man da auch noch sehr schön sehen kann, was wir später dann noch mal brauchen bei einem anderen Punkt, den wir ansteuern, von dem ich schon weiß, dass wir da hinfahren, das ist, wenn du jetzt so ein bisschen wieder zurückgehst Richtung Molche, da sind so kleine Täfelchen an der Betonwand. Jetzt wieder ein bisschen zurück. So, und das hier? Ja, und da hat man mal vermessen Risse, die im Beton entstehen. Und das ist auch nicht außer Erwartung. Wir haben diesen Standort mal genutzt, um überhaupt, es gab vorher Abschätzungen, das kann man rechnen, wie groß die Abstände von erwarteten Rissen in so einem massiven Betonkörper sind. Und an der Stelle war das eben wirklich toll. Da hatte man ja so eine Schallwand gehabt, die war so rückverankert und irgendwann hat man entschieden, man nimmt sie weg. Und dann hatte man eine riesengroße Chance, einfach mal über so eine ganz lange Fläche solche Rissinventare zu dokumentieren, aufzuzeichnen und zu vermessen. Und das ist so ein Punkt. Und das sollte ich es vergessen an einem anderen Standort, dann bitte nochmal ansprechen. Das ist ja überhaupt einer der ganz wenigen Standorte, wo wir mal so einen verfüllten Abbau direkt zeigen können. Genau. Und warum? Damit kommen wir, damit kommen wir direkt auch zum nächsten Standort. Also wir sehen hier, man kann es erahnen, diese Betonwand, die ist sehr lang. Entsprechend lang war natürlich auch die Schalungswand, die man davor hat. Und wenn wir jetzt aber gucken, wo wir herkommen, also hier gerade von diesem Ostquerschlag, dann sehen wir hier einen ganz schmalen Durchgang. Und man könnte sich jetzt fragen, warum haben wir denn nicht einfach das dicht gemacht? Das ist doch viel weniger Aufwand, als diese riesen Schalungswand dahin zu stellen. Das ist ganz einfach, denn man wollte sich den Zugang bewahren zu dem Abbau, der hier hintersteht. Das ist der Abbau 1a. Und ich glaube, hier muss man jetzt gerade mal ganz kurz auf sich wirken lassen. Ich werde mich mal ganz langsam drehen. Das geht auch automatisch, das ist mir persönlich aber immer etwas zu schnell. Darum schwenke ich hier einmal etwas langsamer rum und möchte gerade mal darauf hinweisen, in diesem Abbau 1a treffen wir unser Motto ziemlich auf den Kopf. Also wir haben ja diese salzige Tour unter das Motto gestellt, sehen, was sonst niemand sieht. Und auch wenn wir Befahrungen anbieten, dann fahren wir in der Regel gerne zum BGZ und zeigen, was wir da an Verfüllmaßnahmen durchgeführt haben und wie das ging. Aber hier in diesen Abbau 1a kommen wir nur sehr selten. Warum? Wenn wir uns anschauen, wo wir draufstehen, ich bin jetzt fast rum mit meiner Drehung, dann sehen wir, wir befinden uns auf einem Gerüst, sogar auf einem recht steilen Gerüst. Und wenn wir zurückdenken zur BGZ, dann hatten wir keine direkte Anbindung zum Ostquerschlag. Das heißt, wir befinden uns ja am Ende einer Strecke, in einem Streckenstummel und auch noch auf einem relativ wackeligen Gerüst. Das heißt, wir haben gar nicht so einfach die Möglichkeit, zu einem Fluchtweg zu gelangen. Deswegen sind wir auch jetzt nicht ohne weiteres hier, sondern wir mussten uns vorher beim Dispatcher anmelden, damit der weiß, wo wir sind und wie viele Leute wir sind. Und kann ich gerade Thorsten mal fragen, hast du einen Überblick, wie viele Leute beim Dispatcher angemeldet sind? Ja, es folgen uns also 16 Zuschauer direkt im Livestream, aber wir müssen ja die beiden Kameraleute noch mitnehmen und die Betreuung. Also sagen wir mal, wir sind circa 20 Personen. Sehr gut, das ist doch schon mal einiges.
Und von daher ja, sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Wir haben uns also angemeldet und sind hier über diese steile Treppe mit unserem Sauerstoff-Selbstretter, den wir auch dabei haben, hochgekraxelt. Das ist tatsächlich relativ anstrengend. Also können wir uns erstmal eine Minute Zeit nehmen und auch mal durchatmen. Und warum sind wir hier? Abbau 1a ist das eine. Wenn wir jetzt aber sagen würden, wir befinden uns bei der Tropfenzählanlage, wüssten die meisten auch, wo wir sind. Tropfenzählanlage lässt schon ein bisschen Rückschluss darauf zu, was hier passiert. Wir haben hier einen Salzlösungszutritt. Da muss man sagen, an dieser Stelle ist das in Bergwerken weitestgehend normal. Also wenn man Schächte baut, dann durchstößt man eigentlich immer wasserführende Schichten und muss damit umgehen. Wir befinden uns hier dann zusätzlich in einem Salzbergwerk und da kann es vorkommen, dass bei der Entstehung des Salzstocks durchaus auch Lösungen, gesättigte Lösungen eingeschlossen werden. Und hier hat man in den 60er Jahren in diesem Abbau begonnen, Salz abzubauen. Man kann hier auch ganz, ganz toll sehen, wie damals die Bergleute dem Vorkommen gefolgt sind. Also wir sind ja weit oben und die Abbaukammer ist nicht besonders großräumig. Das heißt, es ging steil nach oben beim Abbau. Und da ist man halt an einer Stelle auf diesen Lösungszutritt gestoßen. Und zwar ganz genau über unseren Köpfen. Das ist ein Packer, den hat man da hingesetzt, diesen Lösungszutritt an der Stelle ein Stück weit zu versiegeln und zu kontrollieren. Und man hat sich dann entschieden, natürlich an dieser Stelle nicht weiter abzubauen. Nichtsdestotrotz muss das hier zugänglich bleiben, weil wir diesen Lösungszutritt sehr ernst nehmen. Gerade in Bezug auf die Langzeitsicherheit in der Stilllegung spielen Lösungszutritte natürlich eine Rolle. Die möchte man hier beobachten. Und bergrechtlich ist es auch so, dass unsere Aufsichtsbehörde sagt, das muss man dokumentieren. Einfach aus dem Grund, wenn wir wissen, wie viel Zutritt wir haben, dann können wir schnell auf Veränderungen reagieren. Es wird nicht nur die Menge gemessen, es wird auch die Zusammensetzung, die Dichte gemessen. Da sieht man hier gerade ganz klein ein paar Gläser, wo das auch nochmal untersucht wird. Und daher wird das hier halt alles unter Beobachtung gehalten. Die Zutrittsmenge hält sich in Grenzen, das ist vergleichsweise wenig, also es sind weniger als 4 Kubikmeter im Jahr. Und aufgefangen wird es auf verschiedene Weise. Also wir haben hier so einen Metallauffangbehälter. Wenn ich jetzt noch mal reinzoome, da hinten, da sieht man auch Auffangfolie. Und das wird dann halt alles konzentriert aufgefangen und dokumentiert. So, damit würde ich dann direkt noch mal wieder dich fragen wollen, Antje. Wir befinden uns ja immer noch direkt im Zentralteil, also quasi im Abbau nebenan, hat hier auch die BGZ stattgefunden. Und konnte man ersehen, dass diese Maßnahme der BGZ in irgendeiner Form auch Auswirkung hatte auf den Lösungszutritt an dieser Stelle? Ja, kurzfristig hat sich der Lösungszutritt tatsächlich in der Menge erhöht. Und das war dann auch gepaart mit den geotechnischen und geophysikalischen Messungen dann interpretierbar als Produkt tatsächlich durch den Wärmeeintrag aus der Verfüllung der angrenzenden Grubenbaue. Also es hat dazu eine gewisse Unruhe im Anhydrit. Also dass man geht ja davon aus, dass es ein Material oder eine Lösung, die aus dem Anhydrit selber kommt. Das ist ein geklüftetes Gestein. Hier vorne habe ich mal so einen kleinen Ring stehen. Und das, wie du eben schon gesagt hast, hat Lösung in sich, kann Lösung in sich haben, kann auch Gas in sich haben. Naja, und wenn so ein sprödes Gestein eben von außen so einen thermischen Impuls kriegt, dann können sich manche Trennflächen einfach nochmal neu
entwickeln oder aufweiten. Und dann kann es eben dazu kommen, dass manche Lösungsmengen dann konzentrierter dann abgegeben werden. Mhm. Ja. Man muss ja an dieser Stelle sagen, zurzeit geht man davon aus, dass ja dieser Lösungszutritt wirklich so, ja, durch den Einschluss von Wasser aus der Entstehung des Salzstocks herrührt. Das heißt, es sind jetzt keine Zutrittswässer aus dem Deckgebirge. Das heißt, man hat ein Reservoir eingeschlossen irgendwo im Gebirge und das wäre dann eigentlich irgendwann leer, theoretisch. Mhm. Muss man sich trotzdem Gedanken machen, ob dieser Lösungszutritt Einfluss auf die Langzeitsicherheit hat? Also bei den langzeitsicherheitlichen Betrachtungen ist dieser interne Lösungszutritt berücksichtigt und wird auch bewertet und geht auch in die sozusagen prognostischen Bewertungen der Auswirkungen des Gesamtsystems ein. Mhm. Also und das auch mit unterschiedlichen Entwicklungen. Aber der erwartete Zustand ist, es ist ein abgeschlossenes Reservoir. Das heißt, es würde dann, wenn es irgendwann leer ist, auch keine weiteren Folgen nach sich ziehen. Insofern kein Anschluss an das Deckgebirge entstanden ist oder vorliegt, müsste es endlich sein. Okay. Aber genau dafür machen wir die Maßnahmen. Richtig. Der nicht vollständigen Verfüllung, aber einer großflächigen Verfüllung im Rahmen der Stilllegung. Genau. Und ich denke, das, was du eben gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Das ist nicht einmal die Menge, die erfasst wird, aber das andere ist die chemische Zusammensetzung. Und sobald man Lösungen aus dem Deckgebirge hätte, würde diese doch hochkonzentrierte salinare Lösung sich in der Eigenschaft der Zusammensetzung deutlich verändert darstellen. Und deshalb ist das auch neben der Menge extrem wichtig, die Zusammensetzung zu erfassen, um da nochmal so ein, ja, eine zweite Schiene zu haben, um einfach den Zustand bewerten zu können. Es gibt noch eine Sache, Thorsten, da hast du mich jetzt gerade wieder dran erinnert, weil du gesagt hast, im Rahmen der Stilllegung planen wir die fast vollständige Verfüllung der Grubenbaue mit Schwerpunkt auf fast an dieser Stelle. Warum eigentlich nur fast? Warum denn nicht ganz komplett vollständig? Das ist eine Frage. Ja. Vielleicht kann man sich dazu besser umdrehen. Genau. Oder ich drehe mich um. Ich versuche auch mal nach vorne zu gucken. Ist gar nicht so einfach. Aber das hat es Swantje eben ja schon mal gesagt. Wir haben hier in grün dargestellt, im Zentralteil, die bereits verfüllten Grubenbaue der BGZ. Und dann sieht man links und rechts und oben und unten schon mal eine Vielzahl von anderen Grubenbauen. Und wenn man dann noch weiter nach Westen geht, Richtung Schacht Bartenslieben, dann sieht man auch noch eine Masse und Richtung Ostfeld auch. Und wenn man sich die Konturen dieser Grubenbaue anschaut, dann erkennt man relativ schnell, dass die auch sehr vielgestaltig sind. Also man wird manchmal manche Grubenbaue technisch nicht erreichen können. Mhm. Man versucht ja auch immer den höchsten Punkt bei der Verfüllung. Du hast eben ja schon mal gezeigt, da hat man so eine Bohrung gehabt mit Verfüllleitung. Es kann dadurch eben auch möglich sein, dass man manche Grubenbaue nicht erreichen kann. Oh, wie schön, erreichen kann. Aber das ist ein Punkt. Man kann ja immer sagen, man kann den technischen Aufwand erhöhen, um es möglich zu machen. Aber die Frage ist ja auch, muss alles zwingend verfüllt werden? Und dann ist auch die Frage, müssen manche Grubenbaue auch noch für andere Sachen zur Verfügung stehen? Ich habe gesagt eben, wir brauchen noch Raum für Versatz aus Nachschnittarbeiten, die wir noch durchführen. Und was man hier dann eben noch ergänzend sieht, sind so gelb gefelderte Grubenbaue, die ausgewiesen sind. Das sind Bereiche, wo wir sagen, man muss einen Raum anbieten und das auch in größeren Mengen für Gas, was bei der oder im Nachgang der Stilllegung entstehen kann, so dass das gezielt in diese Abbaue eindringt und durch die verfüllten Grubenbau hindurchdringt. Also an den Rändern ist es ja meistens immer so ein bisschen geschädigt. Also es kann diesen Weg durchaus nehmen und ist dann sozusagen das Auffanglager für entstehende Gase. Und dann haben wir hier in den unteren Grubenbereichen in Bartensleben und da hinten auch in Marie noch Grubenbaue, die dann auch die Möglichkeit bieten, um Lösungen aufzunehmen. Also jetzt hier zum Beispiel, wenn wir diese ganzen Grubenbaue mit Salz verfüllen, ich habe eben gesagt, ein
5% an Überschusslösung fällt an. Mhm. Dann ist es ja natürlich immer schon hilfreich, wenn man irgendwie auch da einen Raum anbietet, wo diese Lösung hingehen kann. Und das wären dann hier Grubenbauer, die dann in den unteren Bereichen vom Wartensleben dann offen gelassen werden, um diese Lösung aufzunehmen. Sehr gut. Dann haben wir an dieser Stelle, glaube ich, auch einiges mitgenommen aus diesem Abbau 1a. Wenn wir da wieder hin zurückkehren wollen, dann begeben wir uns jetzt schon direkt zu unserer nächsten Station. Da kann ich so direkt nicht hinspringen. Darum mache ich das hier mal unten über diese Leiste, die Sie auch verwenden können, um sich durch die Grube zu bewegen. Und da springe ich dann direkt zum nächsten großen Thema bei den geplanten Stilllegungsmaßnahmen. Das sind die, die wir auf unserer Tafel in Blau angezeigt haben. Das sind so Abdichtbauwerke. Und wir befinden uns jetzt eine Sohle tiefer als gerade eben. Wir befinden uns jetzt auf der zweiten Sohle, 420 Meter unter Tage. Wir sind von da gekommen. Befinden uns in einem Streckenstummel. Und wenn man hier jetzt noch ein bisschen zurückgehen würde, also kurz vor dem Auto hier einmal abbiegt, dann kämen wir zu einer Nebenstrecke, an deren Ende sich unheimlich viele Messapparate befinden. Und wenn wir uns jetzt noch einmal wieder umdrehen, dann schauen wir erstmal auf eine weitere Betonwand, die es aber durchaus in sich hat. Es ist auch eine andere als die der BGZ. Und da würde ich dann jetzt schon direkt wieder fragen, Antje, was kannst du uns zu dieser Betonwand sagen? Okay. Dahinter verbirgt sich ein Versuch, den wir in Morsleben durchgeführt haben. Also 2010 wurde betoniert. Und eigentlich läuft der Versuch noch weiter. Man hat versucht, kann man vielleicht beides sogar sehen. Einfach mal, hier sind das, was Swantje eben gezeigt hat, viele blaue Elemente in dem Gesamtsystem angezeigt. Ich gehe noch mal hier hin. Die sind in den Strecken. Das sind die Abdichtungssegmente im E-Rahmen, die die Einlagerungsbereiche vor Zutritt und Austritt von Lösungen. Und der Versuch findet sollen. Übrigens hier statt. Wir befinden uns gerade hier. Genau. Wir gucken jetzt praktisch von hier auf den grünen Punkt. Und das, was Swantje eben sagte, diese Begleitstrecke ist dieser kleine Wurmfortsatz. Liegt ein bisschen im Niveau höher. Also man hat versucht, ein solches Abdichtungssegment, ein einzelnes, bautechnisch herzustellen. Man hatte viele Erfahrungen mit dem Salzbeton. Das hattest du ja eben auch schon eingeleitet. Mhm. Aber jetzt ein Bauwerk zu errichten mit extrem hohen Anforderungen, wo man sagt, das muss natürlich eine gewisse Dichtheit aufweisen. Und man möchte ja einen Lösungsstrom behindern. Mhm. Da musste man natürlich so ein bisschen Energie reinstecken in die Vorbereitung der Streckenkontur zum Beispiel. Also man musste erst die Strecke auffahren, dann musste man eine gewisse Neigung herstellen, weil der Beton, der fließt zwar relativ gut, also wir haben ja auch sehr große Abbaue, das haben wir eben gesehen, aber er hat trotzdem einen gewissen Fließwinkel. Und entsprechend musste dann die Firste, also der obere Bereich dieser neu aufgefahrenen Strecke, hergerichtet werden. Es musste ein gewisser Winkel hergestellt werden. Die Rauigkeit dieser Strecke musste besonders vorbereitet werden. Und man kann immer sagen, das kann man so machen irgendwie, aber es gibt ja Anforderungen. Irgendwer sagt, das muss besonders gut sein und man muss eben auch lernen, was besonders gut ist. Und es muss eben auch praktikabel sein. Das heißt, man muss auch Qualitätssicherungsprogramme entwickeln bei solchen Dingen. Naja, und dann wurde in eine solche speziell aufgefahrene und vorbereitete Strecke so ein Betonkörper eingebracht. Und weil man wusste, das, was wir eben gesehen haben, ich habe die Risse nicht vergessen, dass ein Salzbeton eine Rissbildung zeigen wird, dann hat man gesagt, man muss es auch bautechnisch irgendwo noch quittieren. Also der Bauwerksentwurf beinhaltet zum Beispiel auch noch spezielle Trennbleche, die Fugen vorgeben, wo sich dieser Beton entlasten kann. Mhm. Das ist eigentlich in der Betonpraxis auch üblich, dass man solche Dinge anbietet. Und das haben wir auch dort geübt und wollten auch gucken, schafft es der Beton an den Stellen, so wie wir es ihm vorgeben, zu reißen. Dann, was wir auch noch wussten aus dem Salzbeton, der ist nicht volumenstabil.
der wird schwinden. Also er wird erstmal, wenn er warm wird, thermisch expandieren. Aber dann über die Zeit, über diese Umwandlungsprozesse im Beton, schwindet er. So. Und dann haben wir natürlich einen Effekt. Wir werden in der Kontur einen Spalt haben. Das ist natürlich so ungewünscht für irgendwas. Und insofern haben wir gesagt, wir injizieren nochmal und haben ganz konkret über Ringinjektionsleitungen, die in der Kontur dann noch vergraben sind, es ist so schade, dass man das jetzt alles nicht sieht, haben wir noch einen Injektionsbaustoff eingebracht. Und was man jetzt an der Stirnfläche sieht, ist sozusagen das Produkt dessen, was wir dort 2010, 2011 erreicht haben. Wenn wir jetzt noch mal wieder zurückspringen. Genau, wenn wir da jetzt bitte noch mal den Rundgang sehen können. Genau, genau, dann stehen wir jetzt hier direkt. Wenn du einmal so ein bisschen die Randbereiche des Betons mal so nachzeichnest. Ich glaube, ja gut, so sieht man das ganz schön. Also das man, genau, da ist so die Grenze zwischen dem Salzbeton und dem angrenzenden Gebirge. Das ist ein Steinsalz. Und was man dann so sieht, sind da so Fahnen, die darunter kommen, also so Schleier. Und, genau, und das ist so das, was der Beton dann produziert hat bei unserer Errichtung. Er hat dann doch Risse entwickelt an Stellen, an denen wir sie nicht erwartet haben. Jetzt ist es so, wenn man das Ganze wieder ein bisschen rauszoomt, dass wir nur so, ich würde mal sagen, so 40% dieser Stirnfläche sehen. Wir stehen auf einer Salzrampe, die ist angeschüttet worden. Man hat so ungefähr auf Niveau dieser Salzrampe, kann man so auch ganz schlecht sehen, einen horizontalen Riss noch. Und die Bohranlage steht dort, weil wir eine große Aktivität zur Erkundung dieser Risse und auch zur Ursachenanalyse betrieben haben. Und weil die Bohranlage natürlich immer, sie hat auch ihre technischen Grenzen, muss man ihr ein bisschen helfen. Und deshalb ist diese Rampe angeschüttet worden. Ganz am Ende dieses Bauwerks befindet sich eine Druckkammer. Und dann kommt deine Begleitstrecke zum Tragen. Von der Begleitstrecke aus geht in die Druckkammer hinein so eine Lösungsleitung. Und wir bringen dort mit einem Druck von 0,7 Bar, Megapascal, Entschuldigung, genau, also ungefähr 7 Meter Wassersäule, dort eine Salzlösung ein und sättigen von hinten das Bauwerk auf. Und was ein gutes Ergebnis ist, die Zielwerte, die wir uns gesetzt haben zur Dichtheit, die haben wir also durch diese Druckkammer zeigen können und die Lösungsfront steht noch ganz hinten. Ja, und vorne haben wir die Risse. Jetzt kam noch eine Frage rein über einen anderen Kanal. Und zwar haben wir überall diese Pröppel gesehen. Wenn du noch mal drauf zoomst. Das sind diese hier, genau. Ja, ne? Am Rand insbesondere. Genau. Ja. Das ist ja mit so an diesem Bauwerk die wichtigste Stelle. Denn was nützt das schönste Bauwerk, das in sich in der Mitte schön dicht ist, wenn man hier am Rand keine saubere Anbindung zum Gebirge hat? Das ist ja mit so der wichtigste Übergang. Und an dieser Stelle muss man sagen, im Steinsalz kommt einem ja die natürliche Konvergenz, also dieser Gebirgsdruck, ein Stück weit zugute. Wir befinden uns in Morsleben in einem recht stabilen Bergwerk. Nichtsdestotrotz haben wir eine Konvergenzrate. Also das Gebirge versucht, den geschaffenen Hohlraum von sich aus wieder zu schließen und presst sich im Laufe der Zeit ein bisschen zusammen. Also im Morsleben haben wir nachweisbar etwas knapp über, wenn überhaupt, einen Millimeter im Jahr Gebirgsdruck sozusagen nachweisbar. Okay, die Frage war, was sind jetzt diese? Richtig, genau, darauf wollte ich. Genau. Das sind eigentlich Bohrungen. Das sind Bohrungen, genau. Aber die wurden an dieser Stelle durchgeführt, um zu gucken, ob halt nur diese Anbindung zum Gebirge tatsächlich auch stattgefunden hat. Ja, man hat einmal dann auch diese Bohrkerne, die man gewonnen hat, genutzt, um mikroskopische Untersuchungen durchzuführen, um zu schauen, wie ist die Anbindung, wie sieht diese Konturzone aus. Und dann hat man auch noch die Bohrungen genutzt, um Durchlässigkeitsversuche durchzuführen, um zu schauen, wie hydraulisch wirksam wäre so eine Kontaktzone. Und das hat man dann auch noch an Bohrkernen gemacht, die man aus diesen Bohrungen gewonnen hat.
Also der Fokus lag schon, auch wenn man sich das Gesamtbild anguckt, tatsächlich, so wie es Fantje gesagt hat, auf der Konturzone, weil uns schon bewusst ist, dass man auch gerade durch den Meißeleintrag beim Schneiden und beim Polieren der Flächen schon eine gewisse Malträtierung des Steinsalzes, des Gebirges vornimmt. Mhm. Wobei, wenn ich hier mal auf diesen einen Informationspunkt klicke, was ich ja auch in der Vorbereitung wirklich faszinierend finde. Hier sieht man mal den Bohrkopf von so einer Teilschnittmaschine. Du hast ja vorhin schon gesagt, dieser Streckenstummel musste aufgefahren werden, der musste vorbereitet werden. Und damit man das möglichst sauber hinbekommt, diese Anbindung zwischen dem Bauwerk und dem Gebirge, ist es natürlich von Vorteil, wenn hier an diesem Bereich die Salzwand möglichst glatt ist. Das heißt, man sieht hier, wie die Teilschnittmaschine gearbeitet hat. Hier wirkt es aber noch relativ grob. Für das Auffahren an dieser Stelle wurden noch feinere Meißelköpfe verwendet. Das heißt, wir hatten vorhin so ein schönes Bild. Das war vom Glattheitsgrad wie Raufasertapete war es. Ne? Ja. Die nächste Form wäre die Raufasertapete. Die nächste Form wäre die Raufasertapete. Also wirklich beeindruckend, was dann an dieser Stelle auch geleistet wurde. Du hast gerade gesagt, wir haben hier in Moorsee ganz, ganz geringe Konvergenzen. Also 1 Millimeter. Die Fachleute können da was mit anfangen. Wie ist denn das in anderen Bergwerken, dass man das mal ein bisschen vergleichen kann und einordnen kann? Also ein Projekt, zu dem ja auch... Vielleicht auch Antje, weil du hast ja doch die Erfahrung von der Asse. Das sind schon deutlich höhere Konvergenzraten. Also die gehen dann teilweise schon lokal in dann Dezimeterbereiche. Der Moosleben ist dann unwahrscheinlich tolerantes Gebirge. Es kann Segen und Fluch sein. Ne? Also auf der einen Seite... wünscht man sich an solchen Stellen, wo wir jetzt eben gesagt haben, der Baustoff schwindet, natürlich eine gute Konvergenz. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Standort. Der ist sogar sehr aktiv, auch was das Kriechverhalten des Salzes anbetrifft. Aber natürlich hat man dann auch mehr betriebliche Problempunkte, wenn das Gebirge zu aktiv ist. Ne? Also. Ja, also die geringe Konvergenz kommt uns ja hier gerade im Osten sehr zugute, was die Grubenunterhaltung angeht. Richtig, ja, für die Stilllegung relativ wenig Aufwand. Mit. Könnte es manchmal helfen. Ja. Nicht an allen Punkten. Ich hab noch eine Frage so im Vergleich zur BGZ, bei der wir gerade eben waren. Stehen wir hier auch, also schauen wir auch auf Salzbeton. War das Material identisch mit dem, was für die Verfüllung im Zentralteil verwendet wurde? Am Anfang wurde tatsächlich so ein Baustoff für die BGZ verwendet. Mhm. Man hat dann aber sich über die Zeit entwickelt, wollte ja auch optimieren. Ne? Und dann hatte man in dem Bauwerk ist ein Salzbeton eingebracht worden, der enthält noch Steinkohlenflugasche. Mhm. Und bei der BGZ war das am Anfang auch so, aber am Ende hat man das dann ausgetauscht und hat die Rezeptur etwas verändert, hat dann Kalksteinmehl dazu genommen und auch noch Sand. Sand ist da zum Beispiel gar nicht drin. Salz ist als Komponente nach wie vor bei beiden beinhaltet und der Zement ist auch da, das ist ein bisschen anders. Aber also die Anfänge der BGZ sind das gleiche Material und am Ende, die große Masse ist es nicht. Mhm. Und das ist eben auch so ein Punkt, so die Steinkohlenflugasche. Du hast ja eben so ein bisschen Anfänge BGZ, haben wir uns so hinentwickelt und Baustoffentwicklung. Man muss auch immer gucken, wenn man solche Maßnahmen plant, dass man auch einen Baustoff hat, der einfach verwendbar ist, weil er gesundheitlich keine Schädigungen bei der Belegschaft hervorruft. Also man muss Genehmigungen haben, um einen Baustoff einsetzen zu dürfen. Und was wir auch immer prüfen, wenn wir Baustoffentwicklung betreiben, ist der auf dem Markt verfügbar und wird er auch noch in etlichen Jahren in ausreichenden Mengen verfügbar sein. Und wenn wir jetzt bei der Flugasche sind, dann ist das durch die neue Ausrichtung und den Rückbau der Kraftwerke auch ein Gut, das wir gar nicht mehr für die Stilllegung, wenn wir das hätten, nehmen könnten, weil es nicht mehr da ist. Und jetzt noch... zwei Fragen hätte ich noch an dieser Stelle, bevor wir weitergehen zur nächsten Station. Also wir befinden uns ja vor einem Abdichtbauwerk, also es soll abdichten und das wird ja jetzt auch seit langer Zeit überprüft. Ist es denn dicht? Also erfüllt es den Zweck, den Sie erwartet haben an dieser Stelle? Also wenn man jetzt ganz
nackt auf die geringe Durchlässigkeit schaut, wäre das Ziel erreicht. Aber so einfach ist es dann ja leider nicht. Ein Versuchsziel war tatsächlich diese Rissbehinderung, also an den Trennblechen, die war sozusagen, die sind parallel zu dieser Fläche, auf die wir schauen, angeordnet. Da hat das alles super geklappt. Also da ist der Zwang aufgelaufen und das Gebirge, der Baustoff hat sich dort entspannt. Eben habe ich ja schon die Risse in den Ecken erwähnt und eben dieser Querriss, den wir jetzt nicht so schön sehen können. Das sind Effekte, die wir nicht gut tolerieren können, weil, das ist uns auch bewusst, wir einen zementbasierten Baustoff haben, der im Kontakt mit einer Lösung, die jetzt Magnesium zum Beispiel enthält, wie es bei uns aus den Kalilagern käme, die haben ja nicht nur Steinsalzabbau, wir haben ja auch Kalilager aufgebaut, dann eine Korrosionsneigung hat. Und wenn wir natürlich Risse haben, dann haben wir große Oberflächen und dann haben wir Effekte, die wir nicht haben möchten. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, es war ja auch ein Bauwerk, das gebaut wurde, um zu lernen. Das heißt also auch die Bohrungen, die hier unternommen wurden und auch die Versuche, die nebenan laufen, die sind ja dazu da, dass man genau das herausfindet. Das heißt, es hat sich schon gezeigt, man hat jetzt eine Menge gelernt. Man konnte eine Menge Daten sammeln. Und auf dieser Basis dann von dort aus weiterarbeiten. Also da ist jetzt auch nichts, also auch wenn jetzt ein Teilergebnis nicht das produziert hat, was wir uns gewünscht haben, finde ich persönlich, ist ein solcher Versuch immer ein Gewinn, weil man unwahrscheinlich viel über Wechselwirkungen von Komponenten, Systemverhalten lernen kann. Und was bei dem Bauwerk jetzt ja auch so ein bisschen verborgen ist, also die Messtechnik, die dort verbaut wurde, ist immens. Also wir überwachen an verschiedensten Stellen, in verschiedensten Querschnitten, Spannungen, Drücke, Temperaturen haben wir damals auch. Wie hat der Beton sich entwickelt? Also das ist wirklich schon großartig und das können wir auch einsetzen für weitere Maßnahmen. Na gut, jetzt befinden wir uns aber im Steinsalz. In Morsleben gibt es neben Steinsalz auch Anhydrit, das berücksichtigt werden muss, auch für die geplante Stilllegung. Und auch dazu bewegen wir uns einfach mal direkt dorthin. Wir sind jetzt noch eine Sohle tiefer gewandert. Wir sind jetzt auf der dritten Sohle und schauen direkt auf einen neuen geplanten Versuch. Aber ich möchte Ihnen erst einmal zeigen, wo wir uns befinden. Nämlich hier 460 Meter unter Tage. Und wir sind gerade sozusagen von dort gekommen. Wenn Sie bei den vorherigen Touren schon dabei waren, dann könnten Sie an dieser Stelle noch weiterfahren und zu unserem Besucherbauwerk kommen. Wir bleiben jetzt aber erst einmal hier stehen und schauen uns das an. Also hier ist auch im Maßstab 1:1 ein neuer Versuch geplant, ein neues Demonstrationsbauwerk im Anhydrit. Das wird für die geplante Stilllegung an einer Stelle eingesetzt werden müssen. Und zwar betrifft das den Zugang zum Ostfeld. Und ja, Anhydrit kommt übrigens aus dem Griechischen Anhydra. Es bedeutet ohne Wasser. Es ist ein sprödes Gestein und hat darum naturgemäß natürlich andere Eigenschaften als Steinsalz. Und da wäre jetzt dann so die Frage, was ist an diesem Ort so besonders? Warum muss man da jetzt nochmal so einen Riesenversuch auffahren? Ja, eigentlich hast du es schon gesagt. Also der Anhydrit ist nicht so entgegenkommend wie Salz. Also Salz hatten wir eben schon gesprochen, konvergiert, läuft auf die Strecke zu. Und beim Anhydrit müssen wir einfach unterstellen, der bleibt an der Position, wo er ist und wird dem Baustoff nicht entgegenkommen. Und das, was wir eben bei dem Versuch im Steinsalz gesehen haben, ist eben, wir konnten an der Stelle in Kauf nehmen, der Baustoff schwindet. Wir haben einen Konturspalt, der wird nachgängig injiziert und dann ist alles schön, weil das Gebirge dann auch noch nachträglich hilft. Also es drückt einfach nochmal alles, was dann vielleicht noch in den randnahen Bereichen des Gebirges aufgelockert ist, nach und macht es besser. Beim Anhydrit ist es einfach so, da müssen wir einfach sagen, das Gebirge
ist an der Stelle kein guter Partner und wird kein Entgegenkommen zeigen. Also das heißt, wir setzen an der Stelle auf einen anderen Baustoff. Das ist dann ein Magnesia-Baustoff und das ist schon die eine Frage gewesen, die gerade reingekommen ist mit dem Sorebeton. Das gehört, also der Sorebeton ist da zuzuordnen. Mhm. Und das ist ein Baustoff, der eben dieses Schwinden nicht zeigt. Mhm. Also der kristallisiert um und hat diese Eigenschaften nicht. Zeigt unter gewissen Beeinflussung von außen, wenn eine gute Lösung kommt und gewisse Verhältnisse in dem Baustoff eingehalten sind, sogar noch das Potenzial, dass es das Volumen vergrößern kann. Und wir möchten eben an der Stelle einen Baustoff einsetzen, der volumenstabil ist. Mhm. Und Sorelbeton ist dir nicht fremd. Den kennst du unter anderem auch von der Schachtanlage Asse. Da wurde ja auch viel Sorelbeton verwendet. Sind das Erfahrungen, die ja, von denen du mit den Kollegen profitieren kannst? Also wo du sagen kannst, du kannst auf die Erfahrungen der Asse zurückgreifen? Ja, also ja? Ich denke schon, also ich hatte das Riesenglück, zu einem Zeitpunkt auf der Asse zu sein, als die Baustoffanlagen, die großen Baustoffanlagen in Betrieb gingen. Damals durfte ich das Labor und das Qualitätssicherungsprogramm für die festen Baustoffe mit aufbauen. Mhm. Ja, und ich habe auch, wie zum Salzbeton, habe ich auch eine Leidenschaft für Magnesia-Winner-basierte Baustoffe. Und wir haben aber auch noch Erfahrungen, da kann man auch noch ein bisschen weiterspannen, auch über Bohrlochverfüllungen, da werden auch Magnesia-Binder-Baustoffe eingesetzt. Und also wir haben einmal den Massenbeton, dann die Bohrlochverfüllungsmaterialien und ja, da schwingt ganz viel Erfahrung, glaube ich, bei uns im System mit. Und wenn wir jetzt den Rundgang nochmal zeigen könnten, dann ja, hier, was sehen wir hier an dieser Stelle? Mhm. Wir haben in 2012 diese Strecke im Bohr- und Sprengverfahren aufgefahren. Und wenn man jetzt so ein bisschen reinzoomt, mal nach hinten, dann sieht man so den ursprünglichen Zustand, den wir nach dieser Auffahrung hatten. Das ist Gebirge so ein bisschen unruhig. Das spiegelt auch wieder den Charakter des Anhydrits mit. Und im vorderen Bereich sieht ja alles schon relativ gut aufgeräumt aus. Wir haben dann in den Folgejahren mal geschaut, wie gut muss man die Kontur herrichten, wie gut ist die vorzubereiten. Das hat man eben ja schon beim Steinsalz gehabt. Und dann sieht man so Felder an den Seiten, da stehen auch Zahlen dran, 9, 8 und so. Da haben wir mal Rauigkeiten bestimmt. Wir haben in verschiedenen Versuchsetappen jetzt vor oder Untersuchungsetappen verschiedene Prozesse, die wir zur Errichtung dieses Bauwerks brauchen, zu bemessen. Also zum Beispiel über diese Felder ist die Rauigkeit ermittelt worden. Wir kennen in dem Bereich die Durchlässigkeiten des Gebirges auf den ersten Zentimetern. Das ist auch messtechnisch gar nicht so einfach. Sodass wir dann jetzt sagen können, dieser Nachschnitt und die Oberfläche soll immer so aussehen, wenn wir jetzt noch den Baustoff aufbetonieren. Eine gewisse Rauigkeit brauchen wir ja. Wir wollen ja auch, dass es nicht so durchflutscht, sondern es soll einen Verbund geben zwischen Baustoff und Gebirge. So können wir über diese verschiedenen Untersuchungen dann besser parametrisieren, wie einfach so das Gebirge dann im Umfeld dieses Baukörpers aussehen soll. Und da haben wir uns erstmal den vorderen Bereich ausgesucht, um mit dieser Teilschnittmaschine zu üben. Und das ist so ein Teil. Und dann sieht man da, wo dieser, weiß ich gar nicht, ich kann es nicht sehen, da ist eine kleine Kamera vor, aber auf jeden Fall diese Folie ist. Ach so, genau. Das da. Dann kann man dort sehen, was wir eigentlich auch noch weitermachen wollen. Und ich glaube, du konntest sogar die Folie wegnehmen, ne? Hier, guck mal. Da kann man direkt reinschauen. Da stehen wir direkt vor diesem Bohrloch. Ja. Das ist das, was du meintest. Ich drehe uns mal ein bisschen. Ja, so ist es besser. Genau, dann kann man noch mal ranzoomen. Mhm. Ja, und das ist so eine Sache, die wir auch parallel gemacht haben. Wir mussten auch einen Baustoff etwas modifizieren. Mhm. Wir haben gesagt, wir nehmen etwas, was wir gut kennen, und das ist zum Beispiel der Baustoff, wie er auf der Asse im Routinebetrieb eingesetzt wird für Vorsorgemaßnahmen.
Wir wissen aber, in Moslem sind die Standortverhältnisse anders. Wir haben nicht so eine große Anlagentechnik, also jetzt für das Demonstrationsbauwerk sowieso nicht. Und wir haben sehr weite Förderwege, weil aus ist es so, dass es wie ein Hochhaus mit vielen Etagen eng übereinander gepresst. Und im Moslem, das sieht man ja sehr schön auf diesem 3D-Bild, ist alles unwahrscheinlich weit auseinandergezogen. Und wir wollten einfach erstmal schauen, ist es uns möglich, einen Baustoff zu entwickeln, der sehr lange förderbar ist. Mhm. Und wir haben auch den Anspruch, die Abdichtungssegmente, die Kernbereiche, frisch und frisch zu betonieren. Das heißt, wenn wir einen geringen Anstieg der Suspension haben, muss eigentlich immer das, was neu draufkommt, auf was, was noch nicht aufgebunden ist, auftreffen. Naja, und dann ist das erst im kleinsten Maßstab entwickelt worden. Jetzt ist man auch in Moslem unterwegs, unter Tage in größeren Umfängen, diesen Baustoff zu erproben, wie sind die Eigenschaften im Fließverhalten und so weiter. Und das ist dann die nächste Stufe, wo wir in Bohrlöchern einfach mal vertikal sozusagen diesen Baustoff einbringen, um zu gucken, wie ist die Konturanbindung, wie stellt er sich dar. Und ja, also das ist so ein bisschen ein gestuftes Verfahren. Ich denke, das ist auch wertvoll, nicht zu viele Sachen ineinander zu pressen, sodass man die Einzeleffekte viel, viel besser auslesen kann. Und das ist so eine Vorstufe, demnächst werden die dann wieder voll sein. Ja. Also ein Stück habt ihr ja aus dem Bohrloch auch gemopst. Und genau. Zu Demonstrationszwecken hergelegt. Ach, gemobst hast du den? Genau. Also ja, das sieht man. Entschuldigung. An dieser Stelle sieht man die anderen in unserem Rundgang. Sieht man an dieser Stelle noch die anderen Bohrkerne. Und das ist. Hier ist noch mal ein Salzbeton. Genau. Was ich hier an diesem Standort noch auch wieder so faszinierend finde, es ist ja dann auch wie gerade bei dieser Streckenauffahrung im Steinsalz, wo wir schon gesagt haben, es muss möglichst fein aufbereitet werden, mit dieser riesengroßen Teilschnittmaschine überhaupt die Leistung zu vollbringen, dass porös, was hier so rausgesprengt wurde, hast du gesagt, dann nochmal so nachzuarbeiten, dass man wirklich die Oberfläche regelmäßig so hinbekommt, wie es an dieser Stelle hier vorgetestet und gewünscht wird. Dazu machen wir auch gerade noch an einer anderen Stelle Versuche. Und zwar auch in einem Anhydrit, der vergleichbar ist, um einfach auch die technischen Grenzen auszuprobieren. Ne? Mhm. Also wir kennen natürlich über Datenblätter und Erfahrungen und Rücksprache schon so, wie das dann sein könnte. Mhm. Aber das ist dann immer noch eine andere Sache, wenn man dann nebensteht und sagt, man möchte dieses Ziel erreichen, man möchte oben einen Fließkanal haben, man möchte eine geneigte Firste haben. Dann ist das schon wichtig, dass man das an anderen Stellen erprobt. Wir haben auch jetzt noch so eine extra App zur Vermessung, sodass man auch relativ schnell immer die Richtungskorrektur vornehmen kann. Das war bei dem Versuch damals im Steinsalz nicht vorhanden. Und das war auch eine Erfahrung, wo man gesagt hat, naja, man muss nicht jedes Mal Markschalter zum Vermessen kommen lassen, sondern der Teilschnittmaschinenfahrer und sein Kollege, die können selber schon mal stichprobenartig messen und das läuft sehr gut und dann sind eben so Erfahrungen gepaart. Es kommt tatsächlich auch darauf an, wer die Teilschnittmaschine fährt. Also man, und das müssen wir dann beschreiben. Wir müssen ja nachher so ein Programm aufsetzen, dass wir am Ende immer genau das kriegen, unabhängig davon, wer fährt. Also die fahren alle gut, aber es ist also der menschliche Faktor, der muss von uns dann so rausgeschrieben werden oder beschrieben werden, dass am Ende alles so ist, dass wir die Oberfläche bekommen, die wir benötigen. Bergbaulich auf jeden Fall eine beachtliche Leistung an der Stelle. Also gut, dann haben wir jetzt so diese Maßnahmen zur Stilllegung der Abdichtbauwerke, glaube ich, ganz gut betrachtet. Da bleibt noch eine Sache, was ich vorhin schon gesagt habe, das sind die Schachtverschlüsse. Und da begeben wir uns jetzt doch noch mal so in die Richtung unseres Besucherbauwerks. Ja, da geht es dann runter. Sind wir ein bisschen tiefer jetzt. Wir sind auf der 4A-Sohle, 480 Meter unter Tage etwa. Und sehen hier jetzt den sogenannten Schotterfuß. Und das war auch ein Großversuch, um zu testen, wie man mit dem Schachtverschluss umgeht. Genau. Der
die Schachtverschlüsse für Marie und Bartens Leben haben mehrere Dichtelemente, die in unterschiedlichen Horizonten einmal noch Richtung Deckgebirge im Hutgestein und dann auch im Salinar angeordnet sind. Und zwei von diesen Dichtelementen bestehen aus Schotter und Bitumen. Diese Kombination ist notwendig, dass man einmal ein stabilisierendes Glied hat. Das ist der Schotter. Der soll sozusagen die Last tragen. Und das Bitumen, was dann kombiniert wird, soll in den Zwickeln sich so sicher verteilen, dass wir einfach durch so ein Bitumen ist ja so eine Art Fluid oder ist ein Fluid und verhält sich auch so, dann die Dichtwirkung erzeugt. Und dann ist das ja erstmal so schön ausgedacht. Aber manche Sachen muss man eben auch probieren. Und genauso wie wir das eben bei den anderen Versuchen gesehen haben, man hat da schon so ein gestuftes Verfahren vorgenommen. Man hat zu Bitumen natürlich Erfahrung, man hat zu Verdichtung Schotter Erfahrung und dann hat man auch im Technikumsmaßstab Erfahrungen, die haben wir auch, die sind gepaart mit dem, was wir jetzt sehen. Und man geht immer eine Stufe weiter, um tatsächlich solche realen Maßstäbe abzubilden. Und dort unten ist sozusagen die Basis, was wir dann auch bei den Schachtverfüllungen hätten, ist sozusagen das Schottergerüst dargestellt, das kragt aus, ist abgeböscht, aber es ist nicht so, dass man es einfach nur hingekippt hat, sondern man hat tatsächlich aktiv auch über Vorerprobungen, jetzt sieht das ja noch alles ziemlich zugänglich aus, aber wir sehen das gleich ja noch mal ein bisschen anders, mit Rüttelplatten und Vibratoren, so wie man es aus dem Straßenbau auch kennt, Verdichtung dieses Schotters vorgenommen. Also man möchte auch da wieder maximal an einen Grenzzustand herangehen, wo man sagt, das ist beschreibbar, das ist definierbar. Und dazu muss man eben ausprobieren. Dann wurde lagenweise Schotter aufgebracht. Ich glaube, das waren auch 130 Tonnen, die erstmal nach Untertage gebracht werden müssen. Und die wurden dann dort einzeln ausgepackt aus Big Bags. Und dann wurde lagenweise eine Verdichtung herbeigeführt. Aber warum konnte man nicht einfach auch an dieser Stelle selbst Beton verwenden? Also für den unteren Bereich der Schächte ist es ausreichend, weil man ja auch viele Grubenbauer hat. Das sieht man, die anschließen hier an diese Schachtsäule. Hier einfach erstmal Schotter einzubringen, weil man die Dichtheit dort nicht benötigt. Erst wenn man Richtung Deckgebirge geht, dann möchte man eben diese Dichtheit haben. Und das oberste Dichtelement, habe ich ja eben schon gesagt, geht Richtung Deckgebirge und Hutgestein. Das ist nochmal anders. Das ist kein Bitumenschotter, das ist dann ein Bentonit. Der verträgt auch nicht so oder mag salinare Lösungen nicht so gerne. Und das Dichtelement darunter ist so im Übergangsbereich. Man hat an der Stelle nicht so schöne, klare geologische Verhältnisse. Also das ist dann im Übergangsbereich Hutgestein zum Salinar. Das heißt, der Baustoff muss auch Lösungen aushalten, die einmal direkt im Kontakt mit dem Salz, oder sagen wir so, das umgebende Gestein ist Salz, das muss der Baustoff aushalten. Und wenn man unterstellt, dass Lösung von Übertage kommt, dann sind die nicht so salinar. Und wenn man dann jetzt wieder einen Salzbeton nähme, dann wäre der dann nicht so stabil, wenn jetzt eine untersättigte Lösung von oben kommt aus dem Deckgebirge. Also Normalbeton leidet bei uns im Salzgebirge und unser Salzbeton würde bei untersättigten Frischwasserverhältnissen Schaden nehmen. Okay. Und deshalb ist Bitumen bekanntermaßen stabil. Und dann kann man eben noch so ein bisschen mit der Dichte und den Eigenschaften spielen. Und dann fügt sich das sehr gut in das gesamte Verschlusskonzept des Schachtes ein. Die vertreten sich auch gegenseitig sogar, wenn das Bentonit noch nicht so funktionstüchtig wäre. Dann hätte man das nächste Element und das wäre dann das Bitumen. Ja. Okay, die unterstützen sich sozusagen dann gegenseitig. Richtig. Ja, also dieser Versuch wurde auch in einem Schacht durchgeführt. Also wir sehen hier ja das untere Ende des Versuchsbauwerks. Und man kann dann ja, wenn man hier hinspringt, sich das Ganze auch nochmal von oben angucken. So, jetzt gucken wir dann mal drauf. Und hier haben wir im Gegensatz zu gerade eben, wo wir nur den Schotterfuß gesehen haben, auch das Bitumen, das wir sehen können. Und jetzt
muss ich einfach gerade mal, weil es sich anbietet, man möchte ja wissen, wo wir uns wirklich befinden, muss ich mal kurz nach oben gucken. Also wir befinden uns in einem Schacht, in einem sogenannten Blindschacht. Ein Blindschacht hat keine Verbindung zur Tagesoberfläche, das sieht man hier auch. Hier endet der dann. Und genau, das ist das sogenannte IB-Gesenk, in dem wir uns befinden. Und wenn wir jetzt hier drauf gucken, was sehen wir denn da an dieser Stelle? Ich sehe hier so ein paar rote Punkte. Gehören die dahin? Wenn du noch ja, kannst, ja, genau, zoom mal so ein bisschen rein. Das sind Punkte, die man auf der Schotteroberfläche, also man, wir haben ja eben auf den Fuß geguckt, dann hat man im Schacht oder in dem Gesenk den Schotter lagenweise hochgezogen und immer in diesen einzelnen Lagen, die waren ungefähr einen halben Meter mächtig oder stark, hat man das Bitumen aufgegossen. Also man hat von Übertage den Bitumen in Empfang genommen, hat sie in Vergusskocher überführt und da hatte das Bitumen so Temperaturen, ja, so knapp 200 Grad und musste das dann nach unten bringen, was er eben gesagt, in welchen Tiefen wir sind. Und wir sind auch relativ weit weg. Also man kann vielleicht hinten noch mal gucken. Also hier ist der Schacht, hier musste das Bitumen runter in heiß und musste dann hier vorgefahren werden bis hier hinten hin. So, und der Anspruch war, dass wir dann mit Temperaturen so bis 170 Grad das Bitumen dort einbringen. Das ist dann flüssig. Und damit es sich gut und sicher verteilt, hat man diese Punkte aufgemalt. Und dann hat man den Vergusskocher unten geöffnet und hat das Bitumen auf diese roten Punkte gezielt eingebracht, um die maximale Verfüllung, die wir angestrebt haben, zu erreichen. Und das sieht man jetzt noch. Aber 170 Grad, das ist ja nur kein Spaß mehr. Ich meine, früher hat man Menschen geteert und gefedert bei den Temperaturen. Richtig. Aber hier müssen ja Leute mit arbeiten, mit umgehen. Das war auch eines der Versuchsziele, was wir hatten, zu zeigen, dass man sicher mit so heißen Komponenten in dem Bergwerk arbeiten kann. Und eben habe ich ja den Pfad dargestellt. Also es ist ja nicht so, dass das Bergwerk dann frei ist von Fahrzeugen, von Verkehr und sonst irgendwas. Und wir mussten uns in dem Raum dann auch arbeitssicher bewegen. Ja. Und das ist auch, denke ich, das Allergrößte, was wir bei diesem Versuch erreicht haben, dass es unfallfrei abgegangen ist. Und man hat auch angefangen, einfach erstmal nackig so einen Vergusskocher durch die Gegend zu fahren, um zu gucken, wie lange braucht man. Man wollte ja die Temperatur nicht runterfahren. Dann hat man angefangen, Wasser dort einzugeben, heißes Wasser, um dann letztendlich bei der Durchführung dieses Versuches im IB-Gesenk ohne Schaden die Maßnahme durchführen zu können. Da kann man vielleicht auch noch mal, man kann es nicht so genau sehen, aber ich bin jetzt gerade schon mal in unserem Rundgang noch mal zurückgesprungen zum Schotterfuß. Und da versuche ich auch noch mal ein bisschen ranzuzoomen. Ja, ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Ne? Darf ich vielleicht noch mal kurz eingreifen? Wenn du noch mal zurückgehst, mit dem Blick in den Schacht. Ach so. Weil wir stehen ja heute ein bisschen unter dem Motto, sehen, was sonst nicht jeder sieht oder selten sieht. Ich finde den Blick nach oben zur zweiten Sohle noch mal so richtig schön dargestellt, mal hochgezoomt. Das kann man also auch selten machen. Das geht auch nur, weil wir damals ja die Kamera da reingehangen haben. Ja, das stimmt. Ja. Und heute macht ihr von der Grubenwehr dort manchmal Abseilübungen. Ne? Ja. Das wird da dann manchmal genutzt, ganz praktisch heute auch noch. Kannst du mal hochzoomen. Achso, hier noch näher ran. Ja. Also das sind 40 Meter. Ja. Gut, danke. Aber was ich noch gerne, ich fand das so schön, was ihr zu der Namensgebung des IB-Gesenks noch zu sagen hattet. Ich finde, das sollte man schon erwähnen, weil sonst fragt man sich, warum heißt das denn so kryptisch IB-Gesenk? Genau, das ist ein kleiner Exkurs in die Geschichte. Das kommt noch, das stammt noch aus der Zeit der Rüstungsindustrie. Damals hat die Luftwaffe hier das Gelände zunächst gepachtet und dann komplett übernommen. Und ja, einige Firmen waren hier dann unter Tage tätig und haben Decknamen verwendet. Die Askania-Werke haben hier auch unter Tage Rüstungsindustrie betrieben und haben das IB-Gesenk als Tarnname Industriebüro Niedersachsen genannt und über diesen Schacht Material transportiert. Und was ich auch noch ganz interessant finde, Thorsten, du hattest mir mal erzählt, dieser Schacht
Ja, in diesen Schacht wurde tatsächlich mal ein richtiger Fahrstuhl eingebaut. Nicht nur eine Schachtfördermaschine, sondern ein richtiger Fahrstuhl, so wie man ihn im Hochhaus kennt. Und da sind halt so dann von der zweiten bis zur dritten Sohle die Materialien transportiert worden. Das ist sicherlich nicht so eine ganz schöne Zeit, aber interessant ist eben, dass sich dieser Name über viele Generationen so erhalten hat. Genau, weil wir fragen uns dann ja auch manchmal, wo kommt sowas her? Ne? Wieso was ist heißt das aber? Eigentlich so? Genau, und dann ist das eigentlich auch für mich immer eine schöne Ergänzung, wenn man sowas mal dann aufmetern kann. Nichtsdestotrotz, also im Hintergrund... Ich wollte es einfach gerade zeigen nochmal, komme ich jetzt nicht drum rum, ist halt dieser Vergusskocher. Man kann ihn erahnen, das ist halt, wie man, wenn man so möchte, eine übergroße Thermoskanne. Da wurde dann über Tage das erhitzte Bitumen eingefüllt und hatte dann über Tage da an der Stelle noch eine Temperatur von knapp 200 Grad und ist mit kaum Wärmeverlust, also Sie haben, du hast es vorhin gesagt, 160, 170 Grad Temperatur noch unter Tage angekommen. Und dass da dann nie etwas passiert ist, also ich habe ja schon vorhin gesagt, die Arbeitssicherheit steht immer im Vordergrund für die Mitarbeiter, ist also wirklich auch eine gute Sache. Man hat viel auch hier wieder für die geplante Stilllegung gelernt. Und an der Stelle habe ich noch eine Frage zum Materialbitum, das ja sowieso dann schon schwer zu handeln ist. Aber das wurde ich dann auch schon zweimal gefragt, darum möchte ich es an dieser Stelle weitergeben. Wie langzeitsicher ist Bitum? Besteht da nicht die Gefahr, dass es doch irgendwie bakteriell zersetzt werden kann? Mhm. Das ist auch in die Betrachtung mit eingeflossen, das ist auch bewertet worden. Man hat auch gesagt, unter Lufteinfluss und unter Luftausschluss, welche Prozesse können dort stattfinden, baut sich Bitumen ab, weil nichts wäre ja schlimmer, als wenn das ganze Bitumen Schaden nähme oder gar nicht mehr da wäre und dann nur noch diese Schotterwiderlagersäule stünde. Das ist bewertet worden und das, was an Effekten auftritt, ist nicht so, dass die Dichtelemente keine Wirksamkeit mehr hätten. Also man kann nicht sagen, das passiert gar nichts, aber das, was passiert, ist in so einem geringen Umfang über die betrachteten Zeiträume, dass es nicht die Wirksamkeit der Abdichtung, also von den Schächten und auch noch von einem Wetterrohrloch, das werden wir dann auch noch mit dieser gleichen Komposition verfüllen, Schaden nimmt. Das heißt, man hat also auch von diesem Großversuch so weit gelernt, dass man sagen kann, man kann das tatsächlich 1:1 so umsetzen, wie man das hier jetzt probiert hat. Aus meiner Sicht ja. Und ich glaube, aus allgemeiner Sicht vielleicht auch. Mhm. Also die Versuchsziele, die aufgelegt waren, die sind erreicht worden. Mhm. Und man hat auch da über diese Maßnahmen, das ist ja auch mal wichtig, wenn man es denn tut, zu beschreiben, wie setzt man die Qualitätssicherungsmaßnahmen um. Das fängt schon an bei der Herstellung des Bitumens. Da ist noch so ein Kalksteinmehl drin, um es ein bisschen schwerer zu machen. Also das jetzt hier speziell. Wie kann man sowas überwachen? Wie kann man sicher sein? Weil wir können ja nachher nicht mehr rückbauen. Oder das ist ja so, dass wir es machen. Und wir müssen sicher sein, dass es genau so gemacht wird, wie wir das wollen. Mhm. Und dafür sind solche Versuche dann auch immer extrem gut. Also wir haben aus meiner Sicht sehr viel für die Stilllegung gelernt. Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben auch jetzt unsere Zeit fast schon um. Müssen die Seilfahrt erreichen? Ja, ja. Ich bin schon wieder am Drängeln. Die Zeit drängt, genau. Dann machen wir uns also auf den Rückweg. Ich glaube, ich nehme einfach mal die Abkürzung dann wieder zurück und bringen uns dann einfach mal direkt zum Förderort, sagen wir noch mal zum Füllort. Wir sind jetzt gerade eben einfach mal 100 Meter weiter nach oben gesprungen. Gerade waren wir noch etwa 480 Meter unter Tage. Und jetzt befinden wir uns gerade rechtzeitig noch wieder am Schacht, am Füllort, 380 Meter unter Tage. Und bevor wir nach oben gehen, können wir hier noch mal ein bisschen schauen. Also da vorne sehen wir die Schachtsignalanlage. Damit können wir das, oder die Schalltafel für die Schachtsignalanlage vielmehr. Damit können wir Signale geben, dass wir nach oben fahren, sozusagen. Es ist ein bisschen schade, dass wir dieses akustische Signal an dieser Stelle nicht hören. Es gibt eine Frage. Ja, ich finde es nur ein bisschen schade, dass man das akustisch jetzt nicht so wahrnehmen kann. Also wir lernen ja auch im Rahmen der Tour noch, was man an der Tour selber noch verbessern kann.
Aber wir haben jetzt im Prinzip die drei wichtigen Elemente der Stilllegungskonzeptes uns angeschaut. Und ich sag mal, die Frage, die natürlich nur kommen muss, wie lange dauert das Ganze? Die Stilllegung? Das ist sicherlich, man muss es nicht auf den Tag benennen, aber dass man zumindest dem Zuschauer ein Gefühl gibt, wie so die groben zeitlichen Abläufe sind, das ist, glaube ich, noch ganz interessant. Ja, man geht man jetzt von Starttermin, also Planfeststellungsbeschluss, aus, dann sind die aktuellen Kalkulationen so, dass man sagt, ungefähr 15 Jahre. Also darunter sicher nicht. Mhm. Wir haben aber noch nachgängig jetzt zu diesem Zeitplan hinzugefügt einige Optimierungen. Also das heißt, diesen 15 Jahren liegen Maßnahmen zugrunde, die noch weiter ausgebaut wurden. Also wir haben uns entschieden, zum Schutze des Deckgebirges und zur Stabilität, zum Stabilitätserhalt und zum Schutz der geologischen Barriere mehr Abbaue zu verfüllen und auch mit mehr Material zu verfüllen. Mhm. Also der Anspruch an den Grad der Verfüllung haben wir erhöht. Und das geht natürlich in die Zeitschiene. Ne? Also das ist zwar so, dass wir mit 2.500 Kubikmeter pro Tag Betonproduktion, das Salzbeton, rechnen, aber das sind ja immens große Abbaue. Mhm. Und wenn man da in die Vollen geht, also in Summe sind das ja 4 Millionen Kubikmeter, die man verfüllen möchte, dann geht das schon in die Zeitschiene. Und es müssen ja auch die Abbaue erreichbar sein. Das heißt, man muss bohren, ne? Man muss Bohrorte auffahren. Das ist ja nicht so, dass man irgendwo schon alles verfügbar hat. Und insofern 15 Jahre ist sicherlich das Minimum. Mhm. Und das ist dann ja auch die Zeit jetzt genannt für die reine Stilllegung. Bis es losgehen kann, sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo die Stilllegungsunterlagen noch einmal überarbeitet werden. Da ist das Ziel, diese 2026 nochmal bei der Aufsichtsbehörde, bei MULE, einzureichen. Und dann wiederum ist das Ziel, dass man ab 2028 auch diesen Planfeststellungsbeschluss mit der Genehmigung zur Stilllegung bekommt und dann also ab 28 damit beginnt. Gut, genau. Vielen Dank. Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Antje, du warst jetzt gerade bei uns unter Tage und bist aber ja hauptsächlich eigentlich nicht bei uns unter Tage tätig, sondern eher über Tage, auch nicht direkt in Morsleben. Wie oft hast du die Gelegenheit einzufahren? Nicht so oft. Das ist eigentlich schade. Als ich anfing, lief noch die BGZ, da war ich dann auch regelmäßig da. Mhm. Da habe ich auch die Baustoffprüfung mit begleiten dürfen in der Endphase. Aber es ist immer so ein bisschen maßnahmenbezogen. Mhm. Also im Moment bin ich häufiger im oder am ERAM. Mhm. Aber ich bin sehr froh, dass wir ein paar Sachen laufen haben. Das haben wir eben gezeigt. Mhm. Sodass viele Mitarbeiter von uns jetzt regelmäßig hier sind. Und dann habe ich so das Gefühl, ich bin ein bisschen nah dran. Ne? Also nicht physisch, aber gehört und gefühlt. Ist es denn auch wichtig für die Arbeit an diesen theoretischen Stilllegungsmaßnahmen, dass man dann vor Ort mal den praktischen Austausch auch hat, auch mit den Kollegen? Also ich glaube, und das ist das Schöne, da legen wir auch viel Wert drauf. Also gerade jetzt bei diesem Nachschnittversuch. Mhm. Also wir können uns zwar so ausdenken, wie schön das sein soll, aber eigentlich kriegen wir die Optimierung erst hin, wenn wir fragen. Mhm. Also das ist so, dass der Teilschnittmaschinenfahrer, der fühlt das Gebirge. Also der führt die Maschine, aber der spürt das Gebirge. Und wir sagen, naja gut, das ist ein Anhydrit. Aber die hören ganz anders, auch beim Bohren oder sonst irgendwas. Und die Erfahrung muss man einfach nutzen. Da wäre man nicht gut beraten, wenn man das ignoriert und vom Schreibtisch aus irgendwelche Sachen alleine ausbaldowert. Und da sind wir eigentlich im Moment in einer extrem guten Phase, wo wir uns unwahrscheinlich gut verzahnen und ich glaube, gegenseitig voneinander profitieren. Ja. Ein toller Satz zwischendurch. Ja. Finde ich auch. Manchmal kann ich das. Ich spüre das, finde ich toll. Ja, dann sind wir jetzt mittlerweile auch wieder über Tage angekommen. Hier haben wir uns auch schon öfter umgesehen an den... Entschuldigung, Thorsten, ich übergebe mal an dich. Ja, also die letzten Touren haben wir ja direkt den ganzen Weg beschritten vom Umziehen über die 5,60 Meter Bühne
Kletterlampe. Das müssen wir jetzt alles wieder schön ordentlich im Regal verstauen. Mhm. Und dann können wir auch das Gelände wieder verlassen. Genau, ich wollte hier an dieser Fahrmarke nicht vergessen. Nein, die okay. wieder zurückgeben. Ich wollte an dieser Stelle noch mal kurz sagen, als wir im Kontrollbereich waren, haben wir ja auch beschrieben, wie wir nach Untertage kommen. Da müssen wir noch mal durch eine extra Schleuse. Und hier sieht man jetzt Kontrollbereich. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, an dieser Stelle ist das nicht der Zugang zum Kontrollbereich, sondern es ist ein Notausgang. Da befindet sich dann nicht direkt die Schleuse hinter. Ne? Also der Schleusenzugang, der befindet sich hier auf der anderen Seite. Da muss man dann noch mal durch, wenn man in den Kontrollbereich rein will. Ja, und ich würde uns jetzt aber dann gerne noch einmal zurückführen in die Infostelle, wo wir eigentlich unsere Befahrung immer starten und beenden und darum dann auch heute hier beenden. Vielleicht noch einmal ganz kurz, weil du vorhin so vom Hutgestein gesprochen hast und weil die Geologie auch ja eine so unheimlich wichtige Rolle spielt, möchte ich Ihnen gerne nochmal zeigen, auch wenn wir jetzt gerade keine Befahrungen durchführen können, bei uns in der Infostelle haben wir trotzdem regelmäßig Öffnungszeiten. Sie können uns also besuchen und an dieser Stelle kann man hier auch sich ganz toll über die Geologie des Bergwerks informieren. Also das, was du vorhin gesagt hast, das Hutgestein, das so wichtig ist, das eine wichtige Schutzfunktion übernimmt vor dem Grundwasser, vor grundwasserführenden Schichten. Das ist hier so schön grün dargestellt. Und das Anhydrit, das uns so schwer beschäftigt, das ist hier dieses Graue. Und auch, was wir ja im Abbau 1a ganz am Anfang so gut gesehen haben, da sieht man auch, wie schön, also wie steil hier die einzelnen Schichten sich im Laufe der langen Zeit aufgestellt haben. Das ist also alles etwas, was sehr wichtig ist zu berücksichtigen bei den Maßnahmen für die Stilllegung. Also von daher besuchen Sie uns gerne, sowohl online als auch vor Ort. Und ansonsten, gibt es noch eine Frage, Thorsten? Nein, direkt nicht. Moment, ich glaube, das haben wir ganz gut erklärt. Wunderbar, dann schön. Seid ihr soweit durch? Sind wir, glaube ich, am Ende unserer Befahrung angekommen und bedanke ich mich für die fachlichen Auskünfte und für die tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast. Ja, dann bleibt mir nur vielen Dank für die interessante Tour. So, die Reaktion, die ich so ein bisschen mitlesen konnte, zeigt ja doch, dass auch dieses Thema auf Interesse stößt. Aber ich kann natürlich unseren Zuschauern sagen, wie es Svante eben schon angedeutet hat, kommen Sie zu uns hier ins Infohaus, wenn Sie mehr erfahren wollen. Wir haben die Geologiewand, die eben schon dargestellt wurde. Wäre übrigens ein Punkt, dass wir versuchen, auch die nochmal in die virtuelle Tour mit einzubinden. Das fände ich schön, ja. Das würde helfen. So ein paar. Mhm. Aber wir lernen ja an diesen Befahrungen, ja. An den virtuellen Befahrungen auch, was man noch verbessern kann. Ist ja auch für uns gut. Ja, ansonsten können Sie auch gerne selbst auf Entdeckungstour gehen. Sie finden ja den Lives, die virtuelle Tour unter der Internetseite www.einblicke.de. Das haben wir bei den letzten Veranstaltungen schon ausführlich erläutert, wie man da hinkommt, mit welchen Klicks. Da finden Sie dann auch diese vielen kleinen i-Punkte, die wir heute wieder nicht vorgetragen haben, sondern die live kamen von unseren beiden Referentinnen. Ja, oder wenn Sie Lust haben, schauen Sie gerne auch mal die Aufzeichnung des heutigen Tages an oder der zwei vorangegangenen. Die finden Sie nach wie vor auf YouTube. Am Ende bleibt mir bloß bei den beiden Referentinnen mich zu bedanken. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass Leute, die aus dem Fachbereich kommen, sich auch mal vor eine Kamera stellen. Das stimmt. Das ist schon eine spannende Sache, ja. Und ich darf versprechen, wir waren alle leicht aufgeregt, aber ich glaube, das ist auch normal. Ja, also vielen, vielen Dank. Und Ihnen daheim wünsche ich einen schönen Feierabend und ende dann mit einem herzlichen Glück auf. Glück auf. Glück auf.